Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei euren Rob auf Schmierwerk.de. Wieder mal als Terraner gegen den Revenge. Ein PvT gegen wieder ein Silberbrotos. Das heißt, ich müsste eigentlich mal gewinnen, wenn mein Skill dafür reicht. Vielleicht sollte ich einfach nur mal auf Makro gehen. Vielleicht bin ich da ein bisschen besser. So, als nächstes das Depot. Wir werden einfach mal nicht zumachen oder doch, wir machen zu. Nicht genügend Mineralien. Dann nicht noch ein paar Arbeiter. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. So, Arbeiter kommen. Nehmen wir das Gas dazu. Nicht genügend. Noch ein Worker mit. Du dahin. Und dann als nächstes die Barrack. Na, ja, du kannst nicht die Barrack bauen, was soll's, warten wir so lange. So, Barry kommt, noch ein Arbeiter. Ihr könnt damit ins Gas. Und dann als nächstes die Satellitenzentrale, wenn die Kaserne fertig ist. Und die Fabrik. Und dann werden wir vielleicht mal einfach einen Cyclone Rush machen. Na, einen können wir noch. Theoretisch geht noch einer. Einen machen wir noch. Fabrik braucht 100 Gas, das könnte gerade so dann passen. So wie auf die 1 und hier gleich die... Naja, den lassen wir jetzt durchlaufen. Hier machen wir den Reaktor dran. Du baust mir die Fabrik. Nicht genug Vespingas. Nicht genug Vespingas. Jetzt hier... Hier bauen wir noch ein Depot hin. Du kannst noch hier mit ran und du kannst noch hier mit ran. So, wir wissen nicht, was der Gegner macht. Er weiß nicht, was wir machen. Da kann nichts Gutes bei rauskommen. Gleich mal Mule schmeißen. Hier sind wir fertig. Wir nehmen die Kommandozentrale. Vielleicht nicht hier bauen, dann bauen wir sie hier hin. So, und du sollst dorthin. Noch ein paar mehr Arbeiter. Techlab dran. Und dann bauen wir einfach mal Cyclins. Nicht genügend Mineralien. Und noch ein Zeiglen los. Kann ich noch nicht. Dann hier die Zeiglen bauen. Nicht genügend Mineralien. Gas müsste ausgehen. Naja, 100, das ist okay. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Ich kann immer noch Kind schmeißen, man kann nicht. Dauert noch ein bisschen. Nicht genügend Mineralien. Gegen Flieger könnte ich mich mal absichern. Der kann ich nicht bauen. Und noch ein paar Depots bauen. Ja, sag ich ja, jetzt bin ich Supply Block. Dann nehme ich doch lieber das. Damit ich nicht Supply Block bin. Der Mule wäre zwar etwas besser gewesen, aber bevor ich jetzt ewig Supply Block bin, nehme ich lieber dieses Depot. Wieder nach dahin, bis danach zurück, du gehst danach auch zurück. Und hier die Salinzentrale dazu. Dann nehmen wir hier ein Luftabwehrtürmchen. Und bauen nur eine Fabrik. Nicht genügend Mineralien. Eine Fabrik dazu. Systeme nominal. Zyklon einsatzbereit. Und gucken wir mal vor mit 4 Cyclins. Bewege Einheit in Position. Upgrade der Kommandozentrale. Fertig. Und dann geht's hier runter. Ungeeignete Landezone. Hier muss Maschinendock mit dabei, das Waffenlager meine ich. So. Du sollst hier weiterarbeiten. Gibt's Koordinaten oder was? Verstanden. So, war das schon eine Echse? Hat er nichts? Neue Koordinaten ein. Ah, da sind sie ja. Haben sie ein Ziel für mich? Auf Empfang. Starte Angriff. Zeigen sie mir einfach, was sterben soll. So, dann haben wir schon mal alles rausgenommen. GG, und dann ist das Spiel auch schon vorbei. Ja, hat anscheinend dann doch mal gut geklappt, einfach mal diese Cyclings zu spielen.
Ich brauche noch 2 Spiele. Ja, war wie gesagt nur Silber 2. Sollte es eigentlich reichen für beim Zerg, der ich mich echt dumm angestellt. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der Endcard. Bis dahin. Und das sind wir schon Endcard. Wie immer hoffe ich, es hat euch gefallen. Hoffe ich, wenn ihr mir da nach oben gebt. Wie ihr seht, zeigt uns Easy Win gegen Brothers. War nur Silber League. Ich hoffe, ich werde noch ein bisschen aufsteigen. Also bis dahin, schau mal wieder ein und tschüss, euer Rob.